Also wir sind heute bei der Buschenschank Dorner, weil wir eine musikalische Wanderung vorhaben. Das Wetter lässt es heute ganz gut zu, denke ich. Es hat aufgehört zu regnen und wir sind guten Mutes, dass wir 1,5 Stunden, 2 Stunden marschieren. Geplant war es ja so ein bisschen durch die Weinberge, aber jetzt werden wir doch uns eher auf der Straße halten, nachdem es so nass ist und feucht ist. Dazwischen gibt es natürlich musikalische Einlagen. Das ist ja die Idee dabei, ein bisschen die Landschaft zu sehen und aber auch in der Landschaft zu musizieren. Die Mundharmonikaspieler tun sich ja leicht mit ihrem Instrument, das immer dabei sein kann in der Rocktasche. Und da wird es musikalische Beiträge geben. Nachmittag geht es dann weiter mit der Möglichkeit, Instrumente zu schnuppern. Also man kann als Neueinsteiger ein Akkordeon kennenlernen, eine steirische Ziehharmonika, eine Mundharmonika. Der Erich Jäger macht ein Kinderprogramm und auch einen Workshop für die Spezialisten der Mundharmonika gibt es in der sogenannten Zungenbegleitung. Wir machen wieder wunderschöne Mundharmonika-Musik, das ist klar. Deswegen sind wir extra 750 Kilometer angereist. Also bitte, wir marschieren los, wir starten. Es gibt nichts Schöneres. I originally from Beijing of China, but right now I live in the New York, United States. I'm very interested to join this harmonic festival in Australia. That's my first time being here. The grass is a beautiful place I even see here. So many people and the nice place made me I'm very happy. Was mich in die Steiermark treibt, das ist eigentlich die Mundharmonika in erster Linie. Ich war letztes Jahr schon in Klagenfurt und was mich eigentlich besonders begeistert, auch, dass hier auch steirische und Akkordeon vorgeführt werden sollen. Bis jetzt habe ich es zwar noch nicht gesehen, aber ich hoffe, dass wir das die nächsten Tage noch erleben. I am in Italy. I love the sun. Ich habe jetzt zum Beispiel Mundharmonika entwickelt mit Begleitungen, wo man sich einfach begleiten lässt. Das klingt heute ein bisschen unterhaltsamer mit einem MP3-Player und mit Musikstücken, die man nachspielen kann. Es ist eigentlich ein ideales Lerngerät für die, die Mundharmonika lernen wollen. Die aus der Gegend sind und auch jodeln können. Das Jodeln ist ja was sehr typisch Alpenländisches.